Ah, ja, eine Tasse und ein Gast. Wobei die Tasse nur bedingt etwas mit unserem Gast zu tun hat, denn das ist die Tasse der großen drei Fragezeichen, Anführungsstrichen, der Stammserie. Aber wir haben heute zu Gast Boris Pfeiffer und er ist Autor der drei Fragezeichen Kids. Und die hat sich mittlerweile ja als eine eigenständiger Ableger, wenn man so nennen will, der Serie etabliert. Ja, Herr Pfeiffer, wie würden Sie das Besondere der drei Fragezeichen Kids beschreiben im Unterschied hier zu den großen drei Fragezeichen? Ja, vielfältig, sehr schöne Frage. Also die drei Fragezeichen Kids sind ursprünglich geboren worden aus der Idee des Verlages, dass bemerkt wurde, die jüngeren Kinder in Deutschland wollten auch drei Fragezeichen Bücher lesen, weil sie die bei den älteren Geschwistern sahen. Und die jüngeren Kinder haben aber die großen drei Fragezeichen nicht bewältigen können, weil die ihnen zu gruselig waren und auch zu lang. Und daraufhin kam die Idee auf, eine neue Buchreihe zu starten, in der die drei Fragezeichen jünger sind und wo die Fälle ein wenig abenteuerlicher gestaltet sind und nicht ganz so komplex. Und das war jetzt vor 20 Jahren. Und die wurden dann klar, die haben dann die jüngeren Kinder gelesen und die haben sich also schlagartig ihren Weg auch in die Bücherwelt und in die Leserwelt gebahnt. Wie viele Bände gibt es mittlerweile von den drei Fragezeichen Kids? Ich habe sie nicht gezählt, aber ich tippe mal, dass wir ungefähr alles in allem mit Sonderbänden bei ungefähr 150 Büchern liegen müssen. Und man muss auch dazu sagen, die drei Fragezeichen Kids werden heute mehr gelesen als die drei Fragezeichen. Schlicht und einfach, weil die jüngeren Kinder insgesamt mehr lesen. Was sehr interessant ist, wir haben im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, also jüngere Kinder lesen mehr als Jugendliche. Das ist ein erstaunlicher Trend. Sag ich mal, man kriegt es anders. Wie erklären Sie sich das? Es ist doch alles voll auf Digitalisierung und jetzt kommt doch wieder das Buch. Das hat genau damit zu tun, dass so ungefähr ab der 6. Klasse die Kinder ins Digitale immer stärker reingleiten. Und dass gleichzeitig die jüngeren Kinder das weniger tun und auch von den Eltern und den Schulen oder auch der Bundesliga oder auch der Stiftung Lesen oder den Erzieherinnen und Erziehern das Lesen in Deutschland in den letzten Jahren doch stark gefördert wird. Und so haben wir jetzt auch eine Erstlesereihe gerade für die drei Fragezeichen Kids auf den Weg gebracht. Die heißen die Bücherhelden und die werden stark, stark, stark ja, gekauft, gelesen. Ich wollte eigentlich nicht gekauft sagen, aber sie werden gekauft. Ja, beides bedingt sich ja, das ist So. ja. Und die Reaktionen der Eltern auf diese Bücher sind großartig, weil sie eben sagen, hier hat mein Kind zum ersten Mal ein Buch ganz durchgelesen und es hat weitergelesen, obwohl es eigentlich nicht leseaffin ist. Ja, und diese Kraft des Lesens, ja, und da muss man einfach auch sagen, ich lese ja nun sehr viel vor in Deutschland und da merke ich die Kraft des Vorlesens, die Kraft des Buches, wenn man es den Kindern gibt, die ist ungebrochen und da, aber das muss man tun. Das ist ja für uns, sagen wir, das Christentum ist ja ein Buch, eine Religion des Buches, so muss man sagen. Also die Bibel, das Buch der Bücher, wie es immer heißt. Manchmal denke ich so, die Geschichten der Bibel, ja, sie kommen ja gar nicht so an gegenüber den großen Geschichten, die auch vor allen Dingen heute auf den Fernsehkanälen, den Bezahlfernsehkanälen, im Kino oder in Computerspielen erzählt wird. Glauben Sie trotzdem, dass auch dass die geschriebene Geschichte nach wie vor Zukunft hat? Absolut glaube ich das. Das glaube ich tief und innig. Und ich glaube auch, dass die erzählte Geschichte in Verbindung damit eine große Zukunft hat.
Ich merke, dass das Miteinanderreden, dass das Reden auf Augenhöhe mit Kindern, dass der, wie auch immer, von Spaß, von Ernsthaftigkeit, von allem, was an Emotionen und gedanklichen Richtungen möglich ist, durchzogene Dialog, aber dass der Dialog als solcher, und das ist ja eine Geschichte, die wir uns gegenseitig erzählen, es ist ja auch immer ein Dialog, wenn ich ein Buch zur Hand nehme und es lese, das ist immer ein Dialog. Das ist natürlich, das ist nicht nur von Zukunft, sondern das ist unsere Zukunft. Mhm. Und ja, das gilt auch für die Bücher, auch wenn die Themen mancher Bücher im Moment natürlich ziemlich deftig sind. Ja, aber ich glaube trotzdem, Sie erzählen ja auch Abenteuergeschichten, Kriminalgeschichten. Für Kinder ist Ihnen, und die klassische Kriminalgeschichte ist ja die Idee sozusagen, ein Zustand kommt in Unordnung, das Verbrechen bricht ein und der Detektiv, das ist die klassische Kriminalgeschichte, bringt sozusagen wieder Ordnung in die Welt. Würden Sie auch mit Ihren Geschichten sagen, Sie, sag ich mal, etwas schwarz-weiß gedacht, Sie stehen für das Gute, die drei Fragezeichen, Kids stehen für das Gute, die jetzt wieder Ordnung in die böse Welt hineinbringen wollen? Ich würde es nicht so ausdrücken, sondern ich spreche dann, Sie stehen für Gerechtigkeit. Also Detektivgeschichten für Kinder stehen für Gerechtigkeit und für soziales Miteinander oder einfacher gesagt für Freundschaft. Und sie stehen natürlich auch für Kinder in einer Erwachsenenwelt, das kommt dazu. Aber ich kann das, was Sie so sagen, ich kann das so unterschreiben. Natürlich stehen sie dafür, dass wir ein im schönsten, im besten Sinne geordnetes, dass wir dazu fähig sind, dass wenn es kaputt geht, wenn es angegriffen wird, immer wieder auch dafür zu sorgen, dass das wieder ins Gleichgewicht kommt, ja. Ich glaube auch, dass und das Besondere der sowohl der Kids-Geschichten als auch hier dieser Geschichten, also ich bin selber ein großer Fan dieser Geschichten hier, deswegen habe ich auch die Tasse, die haben mir mal nette Menschen geschenkt. Dankeschön nochmal, wer das sieht, der mir die geschenkt hat. Ich trinke jeden Tag oder sehr oft meinen Kaffee aus dieser Tasse. Ja, das Besondere finde ich immer von den drei Fragezeichen ist, und das ist etwas sehr Wohltuendes, für mir geht es zumindest so, sie sind nicht so mit Gewalt verbunden. Ja. Also ich glaube, das ist bei den Kids natürlich vermutlich noch mehr. Also nicht, es geht nicht unbedingt um Mord und Totschlag und wer ist jetzt der blutrünstigste Killer, sondern es geht um andere Dinge. Ja, absolut. Also das Credo ist, wir kommen in diesen Büchern ohne Gewalt aus. Ja, da darf mal Nasenstüber passieren, sowas ja. Aber wir kommen ohne Gewalt und ohne Waffen in diesen Büchern aus. Das wird auf eine amüsantere und auf eine freundlichere Weise gelöst. Ist auch schön. Also ich finde das sehr schön, dass das auch noch möglich ist und dass es auch dafür Fans gibt, sowohl bei den Kindern als auch, denke ich, bei uns Erwachsenen, die quasi mit dieser Serie ja groß geworden sind und die immer noch hören. Und dass es doch noch, also auch Fans und Freunde gibt von, ich sag mal, Gewaltlosigkeit oder ein eher friedlicheren Miteinander. Also das halte ich für absolut ungebrochen. Und ich bin so viel, ich bin mittlerweile in Schulen und Bibliotheken auf der ganzen Welt unterwegs. Und das gilt überall. Also das geht von Südamerika bis China und Südafrika, wo auch immer ich war. Und das gilt auch ganz genauso in Deutschland. Diese gewaltlosen Bücher, die mit Geist und Spaß und einem sozialen Miteinander erzählt werden, die wird niemand hier wegschaffen können. Die sind gültig. Ja, schön, Anton. Schön, dass Sie als Autor ein bisschen mit an dieser gewaltlosen Welt arbeiten. Ja, aber ich hätte noch viele Fragen und ich wünschte, wir hätten mehr Zeit für dieses Interview, aber wir haben leider nicht so viel Zeit. Ja, denn Sie sind ja nicht nur der Autor der drei Fragezeichen Kids, sondern wir haben erzählt, Sie haben Musicals geschrieben, Musicals aufgeführt oder Sie waren dabei, dass Ihre Musicals in China aufgeführt worden sind. Sie schreiben Tierbücher, also Tierromane, die in Südamerika gelesen werden. Also Sie sind ein Autor mit einem sehr umfangreichen Oeuvre im Kinder- und Jugendbereich, glaube ich.
Ja, schade, dass unsere Zeit etwas kurz bemessen ist. Aber wir machen ja zusammen weiter. Wir machen zusammen weiter, genau, ja. Das können wir verraten. Wir haben uns nämlich, das können wir vielleicht auch den Zuschauern verraten. Also wir werden, so Gott will, das darf ich ja sagen, so Gott will, ein Projekt durchführen, nämlich ein Musical vom Herrn Pfeiffer hier in Klausen aufführen. Eine Tierfabel, das haben wir gestern so beim Italiener so beschlossen. Und also bleiben Sie gespannt. Wir werden Sie informieren, wann das geschieht. Herr Pfeiffer, vielen Dank nochmal, dass Sie bei uns waren. Das war sehr schön. Ich freue mich gleich auf die Lesung, denn die darf ich ja gleich zuhören. Und wie immer, wir sehen uns in Klausen.